Hallo, hier ist Nadine von Hängebauchmaus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich nehme euch heute meine kleine Einleitung auf, weil ich im eigentlichen Bastelvideo wahrscheinlich nicht unbedingt an alles gedacht habe, was ich noch erwähnen wollte. Das ist heute im Rahmen vom Videohop vom Team Stempelwiese und wir basteln alle zum gleichen Thema. Das ist ein sehr weit gefasstes Thema: Sommer, Garten, Urlaub, Strand, Meer, sowas. Und ich hoffe, da machen richtig viele mit. Da könnt ihr gern bei den anderen auch vorbeischauen, das wäre echt super. Da findet ihr alle Teilnehmer in der Infobox unten. Das sind alle Links, beziehungsweise ihr findet sogar einen Link zu einer Playliste. Das ist noch viel einfacher, da könnt ihr einfach die Playliste abspielen und dann laufen alle Videos hintereinander weg. Es wäre super, wenn ihr mir ein Däumchen da lasst oder vielleicht, wenn ihr das noch nicht getan habt, meinen Kanal abonniert. Und ein Kommentar ist natürlich immer willkommen. Und ich hoffe, dass euch das Bastelprojekt gefällt, was ich euch mitgebracht habe. Verwendet haben wir alle aktuelle Materialien aus den Katalogen, die jetzt gültig sind, damit ihr auch eine Chance habt, das alles genau so nachzubasteln. Aber natürlich könnt ihr auch einfach die Ideen nehmen und eure eigenen Vorstellungen da einbringen und was ganz anderes draus machen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Schauen. Und jetzt geht's los. Hallo, hier ist Nadine von Hängebauchmaus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist es ein Video im Rahmen vom Videohop vom Team Stempelwiese. Und wir haben das Thema, ich hoffe, ich kriege es so zusammen: Sommer, Sonne, Meer, Strand, Garten, sowas halt. Also Urlaub. Sommerthema halt. Ja, das war für mich ein bisschen blöd, weil ich finde, das Thema ist so weit gefasst, dass mir dann gleich gar nichts eingefallen ist. Aber ihr seht, es ist mir doch noch was eingefallen. Wir machen heute eine Karte. Das sind alles Sachen, die ihr noch bekommt. Also, ich habe lange keine Schüttelkarte mehr gemacht. Deswegen musste das eine Schüttelkarte sein. Wir machen das heute. So ähnlich, aber nicht als Schüttelkarte, weil ich weiß, das mag ja nicht jeder. Und dann habt ihr sozusagen zwei Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Ich sag's euch dann an der Stelle, wo ihr dann vielleicht eine Folie einbauen müsstet, damit es eine Schüttelkarte wird. Und wenn ihr keine wollt, dann machen wir heute ein bisschen was anders, also ohne die Schüttelelemente. Dafür machen wir hier oben drauf ein bisschen mehr Highlight sozusagen. Verwendet habe ich das Set. Jetzt muss ich es mal herholen. Also einmal frei wie ein Vogel. Das ist schon etwas länger im Katalog. Also auf alle Fälle im letzten Jahreskatalog. Ich bin mir nicht sicher, ob es sogar im vorletzten auch drin war. Und im jetzigen natürlich ist es auch noch. Und ich finde diese Vögel so toll. Deswegen mussten die mit. Und von den Zweigen her und von den Blüten her passt das ja wunderbar zu dem Set Ewige Blüten. Das ist auch noch im Jahreskatalog. Jetzt mindestens der zweite Jahreskatalog schon. Und ihr seht, das ergänzt sich eigentlich wunderbar. Diese Blüten, ich finde, die sehen sich sehr ähnlich, ne? So, dann habe ich benutzt einen Spruch aus diesem Set hier. Das gibt es in der Celebration, die ab 3. August startet. Und zwar ist das das Gastgeberinnen-Set aus der Celebration. Das heißt, es bekommt ihr, wenn ihr einen Bestellwert ab 375 Euro habt. Und da finde ich das super. Urlaubsgrüße aus Balkonien. Also auf mich zumindest trifft das super zu. Und deswegen habe ich das benutzt. Das geht vielleicht in der Schüttelkarte ein bisschen unter, aber da ist er. So, diese Karte hat ein größeres Format. Und zwar ist das 29,6 mal 14,8. Und dann halt bei 14,8 auf der langen Seite gefalzt. Also es ist ein größeres Format, denn ich wollte unbedingt diese Diorama-Stanzen, die ich auch benutzt habe, unterbringen. Da habe ich jetzt die einmal diese und einmal
Dies hier, also sozusagen nicht die größte, sondern die zweite und die drittgrößte genommen. Also die zweitgrößte ist sozusagen außen und die andere ist unten drunter in der zweiten Lage. Und die sind halt einfach ziemlich groß für ein normales Kartenmaß, und deswegen ist es ein bisschen was Größeres geworden. Ich wollte ja auch noch ein wenig dekorieren. Dann das hier ist Designerpapier, das ist dieses hier. Und zwar diese Pfirsichzeit. Hätte man jetzt nicht vermutet, ne? Also die Rückseite. Und das hier ist aus ganz mein Geschmack. Das ist so eine Putzstruktur. Es gibt zum Beispiel auch Mauerwerk. Ich hatte auch überlegt, ob ich Mauerwerk mache, aber das war mir dann ein bisschen zu wuchtig, weil ich wollte doch, dass die Blüten schön zur Geltung kommen. Die Blüten habe ich auch alles schon vorbereitet, damit es nicht so lang dauert. Zu diesen ewige Blüten gibt es ja auch Stanzformen. Und da habe ich halt jetzt diesen Zweig und die Blätter. Und diese Blüten, die habe ich halt ausgestanzt. Das Einzige, was ich mit der Hand ausgeschnitten habe, ist der hier. Weil zu diesem Set gibt es leider keine Stanzen. So. Und die habe ich mir jetzt schon vorbereitet. Die habe ich koloriert. Und zwar, also bei dem Rosa habe ich ewig rumprobiert. Das ist Bonbonrosa, hell und dunkel. Und das ist Apfelgrün, hell und dunkel. Diese zwei Farben, zwei Farbkombis sind es halt geworden. Und hier habe ich schon ein bisschen rumgespielt. Wie ihr seht, tut das ganz schön glitzern. Also hier habe ich einmal dieses so stellscharf Crystal Effects drauf. Da habt ihr auch so ein bisschen Glitter drin. Und das hier, das ist sowas, so Glossy Accents. Also dieses Glossy Accents, das trocknet schneller. Hat aber diesen Glitter nicht drin. Und das Crystal Effects, das braucht halt länger. Hat aber dafür Glitter. Also, wie ihr das gerne mögt, ne? So, und wir fangen jetzt einfach an. Und zwar am Anfang mit Stanzen. Also hier hatte ich das so gemacht, dass ich drei Lagen Papier, also das Designpapier und zweimal Farbkarton genommen habe und übereinander geklebt. Das mache ich jetzt nicht. Also eigentlich ist das Designpapier stark genug. Aber ich wollte es hier ein bisschen stabiler haben, wegen der Schüttelkarte. So, das heißt, als allererstes bringe ich mir jetzt mal hier die größere Stanzform auf. So, das ist die größere. Ich orientiere mich jetzt tatsächlich hier so ein bisschen an meiner Vorlage, wie ich das gemacht hatte. Und es ist jetzt auch nicht schlimm, dass man das irgendwie groß ausmessen muss, sondern einfach nur, ich habe mir das so positioniert, dass ich hier am Rand noch genügend Platz habe und dass ich hier unten ein bisschen was dekorieren kann und auch hier oben. So. Und das lasse ich mir jetzt einmal durch meine Stanzmaschine durch. So, und ich habe euch, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wie groß diese Auflagen sind. Die habe ich tatsächlich genauso groß gemacht wie den Kartenrolling. Also 14,8 mal 14,8. Ich wollte jetzt da gar keinen Rand haben. So, also, ihr seht, es ist jetzt natürlich, dadurch, dass es ausgestanzt ist, ein bisschen instabiler. Wir kleben es ja dann auf. Aber das war der Grund, warum ich vorhin noch Kartonlagen unten drunter gemacht habe, Farbkartonlagen. So, also, das haben wir jetzt durchgestanzt. Das heißt, ich kann das wieder einordnen, dass es nicht verschwindet. Jetzt haben wir die zweite Lage. Und wie ihr seht, ich habe das ja hier so ein bisschen anders angeordnet. Das heißt, ich lege mir das jetzt einfach mal übereinander, weil das ist dann tatsächlich auch übereinander. Und dann schaue ich mal, dass ich mir diese Form hier so, also das könnt ihr jetzt machen, wie ihr wollt. Ich orientiere mich einfach an meinem Beispiel. Schon mal hier so hinlege. Und dann versuche ich mir diese Form hier so zu halten, damit ich weiß, wo das war. Und mache die mir hier auch fest. Und das lasse ich mir jetzt auch noch durch die Stanzmaschine durch. So, da bin ich wieder. So schnell geht das, ne? Okay, das haben wir das schon mal ausgestanzt.
Und das Zusammenbauen, das machen wir später, und das Dekorieren. Jetzt machen wir erstmal etwas, was ein bisschen Zeit braucht. Und zwar habe ich ja hier aufgestempelt und es ist koloriert. Und ihr seht, der Hintergrund, den habe ich auch selber gemacht. Also ihr könnt jetzt natürlich ein Designpapier nehmen für hinten dran oder es einfach weiß lassen. Ich wollte es natürlich wieder etwas komplizierter haben. Und das heißt, ich muss hier eine Masking-Technik anwenden. Das könnt ihr machen, indem ihr ein Masking-Paper bestempelt, ausschneidet und das hier draufklebt, je nachdem, was ihr für ein Motiv nehmt. Das ist jetzt also ziemlich frickelig und es gibt auch keine Stanzform dafür. Deswegen habe ich etwas ausprobiert, was ich auf einem anderen Kanal gesehen habe. Und zwar habe ich solchen Flüssiggummi genommen. Und das machen wir jetzt auch mal. Aber weil das ein bisschen Zeit braucht zum Trocknen, machen wir das mit dem Stempeln, Kolorieren und dem Flüssiggummi zuerst. Ich schreibe euch auch hin, auf welchen Kanal ich das gesehen habe. Fand ich einen super Tipp, habe ich ausprobiert, funktioniert echt. So, als erstes brauchen wir den Stamparatus. So, also oder irgendeine andere Stempelhilfe, die ihr vielleicht habt. Also ich finde, dass es halt so leichter geht. Ihr könnt es natürlich auch frei Hand stempeln, aber ich finde, das ist, naja, ein bisschen schwierig. So, ich habe jetzt hier übrigens extra starken Karton genommen. Das mache ich gerne. Bei Karten, ich finde, die sind dann stabiler. Und vor allen Dingen, wenn ich da drauf koloriere, finde ich das auch nochmal sehr vorteilhaft. So. Ich lege mir jetzt diesen Kartenrolling hier so hin, mit der Auflage schon drauf. So. Damit ich mir den Stempel positionieren kann. Damit ich weiß, wo ich stempeln kann. So, ich nehme jetzt hier so ein, das sind so Gummistempel, das heißt, wir brauchen diese Schaumstoffeinlage nicht. Und jetzt lege ich mir diesen Stempel hier so drauf, wie ich das gern hätte. So. Den bringe ich mir jetzt mal hier drauf. Und jetzt kann ich dieses Designpapier natürlich wegnehmen. Das braucht man jetzt erstmal nicht mehr. Ich habe jetzt tatsächlich hier mit Memento gestempelt. Nein, das stimmt gar nicht. Ich habe mit Stays-On gestempelt, weil ich mit Buntstiften und den Mischstiften ausgemalt habe, beziehungsweise ich da noch nicht wusste, ob ich vielleicht Stempelfarbe nehme. Alkoholmarker würde ich nicht direkt hier auf diese Kartenbasis machen. Wenn ihr das machen wollt, würde ich einen extra Aufleger machen, weil das blutet durch. So, und dieses Stays-On ist ja auf Alkoholbasis, deswegen funktioniert es dann mit Farben auf Wasserbasis super, wenn ich das kolorieren möchte. Das ist doch gleich super geworden. Perfekt, dann mache ich schnell den Stempel sauber. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt auch gleich mal mit so Aquabuntstiften. Ich habe jetzt nur diese da im Moment. Hier schon mal ganz grob die Farbe aufgebracht und werde das jetzt mit dem Mischstift vermischen. Also da geht man halt einfach dann hier drüber. Da ist eine Flüssigkeit drin, die das vermischt. Und das mache ich jetzt mal schnell und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das fertig habe. So. Jetzt habe ich das mal hier schön verteilt. Also ihr seht auch, wenn ich das jetzt hier ausschneiden müsste. Puh, also ob ich das so richtig hinkriegen würde, das weiß ich nicht. Deshalb benutzen wir jetzt diesen flüssigen Gummi. Ja, ich habe mir jetzt leider meinen schönen Aquapinsel versaut, weil ich bezweifle, dass ich das je wieder rausbekomme. Man sieht hier ein bisschen diesen Gummi. Diese Flüssigkeit ist blau, wenn man sie aufbringt. Und wenn sie trocken ist, ist sie durchsichtig. Das finde ich super, weil dann sehe ich, wo ich schon gewesen bin. Ich habe nämlich vorhin eine Blüte vergessen. Sieht man hier. Die anderen sind so, wie sie vorher waren. Und hier habe ich leider vergessen, sie zu bedecken. So, das heißt, ich bringe mir jetzt diesen Gummi hier auf. Das hat mich schon ein paar
Also ich versuche denn jetzt hier mal so ein bisschen diesen Pinsel wieder etwas dünner zu machen. Nehmt vielleicht einen feinen Pinsel dafür. Also das ist wirklich extrem flüssig. Ich dachte erst, ich kann es auf den Stempelblock aufbringen. Aber ich habe dann doch lieber hier aus der Flasche getunkt. Und ich glaube, ich fahre ich jetzt mal ein Stück näher ran. So. Und ich zeige euch mal den Anfang. Und im Grunde genommen muss ich da eigentlich nur in diese Flüssigkeit reinfahren. Ich hoffe, ihr seht das. Ah, das ist wirklich viel. Und das trocknet auch verdammt schnell. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hier über die Motive, die ich bedecken will, drüber und verteile das. Vermutlich mache ich das auch viel zu dick. Und das trocknet auch verdammt schnell. Aber es macht nichts, weil in dem Gefäß ist unglaublich viel drin. Also ich habe jetzt nicht die Angst, dass ich das jemals aufbrauche. Und ich merke das sofort, wenn das trocknet, dann zieht es schon am Pinsel Fäden. Mal gucken, dass ich hier alles bedecke. Das mache ich jetzt mal schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das jetzt bedeckt und es sieht ziemlich seltsam aus und ich lasse das jetzt einfach trocknen. Und wenn es trocken ist, dann machen wir weiter und gestalten den Hintergrund. So, jetzt können wir weitermachen. Also das ist jetzt getrocknet, aber ich habe euch wahrscheinlich noch gar nicht so genau gezeigt, was das eigentlich für ein Zeug ist. Ich habe jetzt genau das genommen wie aus diesem Tippvideo, weil ich das super fand, dass das blau ist, wenn es doch nass ist, damit ich sehe, wo ich schon war. Das ist jetzt also getrocknet. Das ist so richtig schön trocken. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie lange. Also bei meiner Probekarte habe ich Kaffee getrunken zwischendrin. Das waren bestimmt 20, 25 Minuten. Hier war es jetzt etwas länger. Wir haben heute nämlich schon den nächsten Tag, weil mir gestern noch was dazwischen gekommen ist. Und das ist jetzt auf alle Fälle trocken. Und jetzt machen wir einfach weiter mit dem Hintergrund. Das ist übrigens mein versauter Pinsel, ne? Den habe ich jetzt gestern nicht ausgewaschen. Auch wieder so Blödsinn, ne? Also der war ja eh schon versaut. Ich habe mir aber schon einen neuen bestellt. Also ein Tipp, nehmt irgendwie einen alten Pinsel, einen ganz normalen Borstenpinsel oder irgendwas sowas. Also was Feines natürlich, wenn ihr hier solche filigranen Sachen ausmalen wollt. Und möglichst gleich hinterher auswaschen, wobei ich beim ersten Mal schon gemerkt habe, dass mit dem Auswaschen ist wirklich schwierig, weil das ist echt, das ist eine richtige Gummimasse hier. Blub. So, also ich hatte jetzt hier Babyblau und Bermuda, was war das, glaube ich? Nee, Aquamarin genommen. Das ist jetzt ein bisschen dunkel vom Himmel her. Also mir gefällt das so. Ich wusste ja, es wird eine Schüttelkarte. Das heißt, der Hintergrund kann ruhig ein bisschen auffälliger sein. Ich kann jetzt trotzdem mal verschauen, ob ich das ein bisschen sanfter hinbekomme. Also ich nehme jetzt mal das Babyblau hier. So. Und ich nehme meinen Blendingpinsel. So. Ich wollte jetzt ehrlich gesagt nicht mit diesen tollen Pinseln da von Stamping Up drüber gehen. Ich zeige es euch mal die da. Ich bin mir nämlich noch etwas unsicher, wie der Pinsel auf diese Gummimasse da reagiert. Ich will mir jetzt meinen schönen Pinsel nicht versauen. Und deswegen nehme ich jetzt hier so einen alten, abgeranzten. Und genau, ich versuche da jetzt mal sanft drüber zu gehen. Also ich kann jetzt hier tatsächlich überall drüber gehen. Allerdings ist es ein bisschen gummiartig, diese Masse. Also man merkt so richtig, wenn man drüber fährt, wie das so ein bisschen bremst. So, ich mache das jetzt mal ganz leicht, weil ich habe beim ersten Mal da echt viel zu stark aufgedrückt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon sehen könnt, so ein bisschen, ne? Also man kommt jetzt dann halt auch an solche Stellen ran hier.
Ich wüsste nicht, wie mich das jetzt so ausschneiden soll. Also kann ich mir nicht vorstellen, selbst wenn ich viel Talent zum Fussy-Cutting habe, dass ich das hingekriegt hätte. So, ich versuche jetzt den Hintergrund tatsächlich einfach mal ein bisschen sanfter zu machen, dass es ein bisschen heller wird und nicht so dunkel. So. Sieht doch schon ganz nett aus, ne? So ein bisschen hell im Gegensatz zu dem da. Ja. So. Wir können ja auch mal zur Kontrolle, damit man sieht, wo man überall die Färbung braucht, natürlich das hier ab und zu mal drüber legen. Und dann sehen wir, hier können wir noch ein wenig, ne? Also, da können wir hier an der Seite ruhig noch ein bisschen Farbe draufbringen. Ihr könntet jetzt natürlich den Himmel auch ganz anders färben. Also wenn ihr mehr so wie eine Art, sagen wir mal, Sonnenaufgang, Untergangsstimmung haben möchtet oder so, würde das natürlich auch gehen. Dann nehmt ihr halt mehr so Rot- und Gelbtöne. So, das kontrollieren wir nochmal. Ja, hier könnt ihr immer noch ein bisschen, ne? Na, hier oben. Nochmal kontrollieren. So. Das wäre jetzt halt die Frage, ob ich jetzt hier auch noch dieses Aquamarin mit reinbringe. Da wird es dann natürlich nochmal ein bisschen dunkler, ne? Und die Färbung ein wenig anders. Aber nö, ich lasse das jetzt tatsächlich mal so, nur mit diesem Babyblau. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich mache nur hier noch ein bisschen mehr. So. Ich glaube, das ist jetzt gut so. Ich habe heute einen Frosch im Hals. Okay. Und das, was ich jetzt noch mache, ist diesen Spruch aufstempeln. Das mache ich noch, bevor wir die Karte zusammenbauen, weil danach wird es ein bisschen schwieriger, ne? Wenn man hier das ganze Schmuckzeugs davor hat. Deswegen lieber jetzt. Und ich nehme mir dafür den Stimperatus. So. Jetzt muss ich erst einmal hier wieder die Matte da rausnehmen, weil die brauche ich ja nicht. Wir haben ja Gummistempel. So, jetzt tue ich mir das erste Mal hier so auflegen. Und ich nehme mir auch wieder diese, ich wollte jetzt sagen Hülle, aber den Aufleger sozusagen, damit ich sehe, wo ich den Spruch hinmachen kann, damit er den auch sieht. So. Also, dann nehmen wir mal den Spruch. Der ist ein relativ langer Spruch, also je nachdem, wenn ihr zum Beispiel eine Geburtstagskarte oder irgendwas draus machen wollt, dann könnt ihr da natürlich auch einen anderen Spruch nehmen, der vielleicht dann nur hier so ist. So, jetzt legen wir das mal da so hin. Dann bringen wir uns das mal hier so auf. Jetzt kann ich ja tatsächlich auch diese Auflage hier drauf lassen, weil ich stempel ja innerhalb und nicht drüber, so wie das bei dem Vogel war.
Und dann färbe ich mir das mit Memento jetzt ein. Also ich möchte ja jetzt nichts mehr kolorieren bei diesem Spruch. Bei dem Motiv hatte ich jetzt Days On genommen, damit ich da gut ausmalen kann. So. Und das, was ich natürlich jetzt noch vergessen habe, das hätten wir auch vorm Stempeln machen können übrigens. Die Gummischicht ablösen. Aber jetzt stempeln wir halt erstmal. So ein bisschen schief bin ich geworden. Stelle ich gerade fest. Ich könnte aber noch mal, ich finde, ein Ticken kräftiger könnte das noch sein. Jetzt ist besser. So. Ja. Ich hätte ein bisschen weiter unten stempeln können. Also hier habe ich es ein bisschen weiter unten gemacht. Ne? Aber ist nicht schlimm. Jede Karte ist ein Unikat. So. Und jetzt kommt ja der spannende Teil sozusagen. Und zwar das Abpulen von dem Gummi. Das geht also viel einfacher, als ich dachte. Aber ich räume erstmal den Stemperatus weg. So, jetzt habe ich hier mal die Karte und ich fahre euch mal ein Stückel näher ran. Also ich habe am Anfang gedacht, ich brauche ein Radiergummi oder so, aber ich nehme einfach meinen Finger und ich fahre hier so am Rand. Da merkt man ja, wo es anfängt und dann fange ich an, das so abzurollen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Und das ist wirklich so eine Gummischicht. Das ist total witzig. Also der eine Vogel ist jetzt schon frei und ihr habt dann solche Würstchen sozusagen. Das ist so, wie wenn man Masking Paper abzieht. So, der Effekt halt. So, jetzt kann ich hier diese Vögel sozusagen frei rubbeln. So. Das machen wir jetzt mal schnell, ganz vorsichtig. Oh. So. Flupp. Da haben wir hier noch die Blätter. Und ich hoffe, ich habe diesmal keine Blüte vergessen. So. Also ihr seht, da kommt jetzt die hellere Farbe wieder zum Vorschein. Sieht irgendwie total lustig aus. Und man sieht tatsächlich auch, wo ich ein bisschen zu großzügig quasi den Gummi aufgetragen habe. Ich schüttel das mal schnell aus. Also hier zum Beispiel war ich etwas großzügig, ne? Aber insgesamt ist das Ergebnis sehr viel schöner und detailreicher, als wenn ich das jetzt mit so Ausschneiden gemacht hätte. Also ich weiß nicht, ob ich das da so hingekriegt hätte. So, jetzt sehen die Vögel doch anders aus, ne? von der Färbung her einfach. Und jetzt geht es eigentlich schon an das Zusammenbauen. Also hier habe ich ja die oberen Lagen so aufeinander gemacht, weil ich ja hier diese Schüttelelemente habe. Bin jetzt im Überlegen, ob ich tatsächlich diese zwei Lagen jeweils erhöht aufsetze, weil da entsteht ja dann auch nochmal so eine Art Tunneleffekt. Ich habe jetzt dann zwar keine Schüttelkarte, aber die Karte wird eh dicker als wie für einen Standardbrief und die Maße sowieso, also von dem her müssen wir uns jetzt nicht wirklich einschränken. Ich fahre euch mal wieder raus. Zack, das war ein bisschen weit. Und das heißt, wir haben jetzt hier die Verzierelemente. Die habe ich ja schon vorbereitet. So. Und ich würde mir jetzt als erstes tatsächlich mal diesen Teil aufkleben. Und zwar mit so Abstandsklebestreifen. Mir fällt jetzt wieder das falsche, das Wort fällt mir nicht ein. So, Moment. Also den Dingern hier. Wie heißen die denn? Schaumstoffklebestreifen.
Das liegt manchmal so nah, ne? Also ihr könnt natürlich auch der Menschenlist nehmen, klar. Ich nehme halt jetzt das, weil da kann ich ein bisschen, naja, ich muss nicht so viele Blöppeler abziehen, sagen wir es mal so. Ich bringe mir jetzt erst einmal hier am Rand was auf. Also, wenn ihr jetzt eine Schüttelkarte machen würdet, dann würdet ihr euch jetzt hier auf diesem Fenster so eine Klarsichtfolie aufbringen. Ja? Und zwar würdet ihr euch das hier innen ankleben mit einem doppelseitigen Klebeband. Und dann würdet ihr euch den Bereich, wo ihr möchtet, dass die Schüttelelemente sich bewegen, hier abkleben. Also wenn ihr jetzt das nicht macht, dann müsst ihr halt hier außen rum alles schön dicht abkleben und müsstet entsprechend mehr Elemente einfüllen, damit ihr dann auch wirklich was seht beim Schütteln, ne? Also ich habe jetzt tatsächlich hier so drumherum so eine Abgrenzung gemacht. In dieser Abgrenzung bewegen sich die Schüttelelemente. Also wenn ihr eine Schüttelkarte machen wollt, dann macht ihr jetzt die Glassichtfolie drauf. Tut hier auch, so wie ich jetzt nur am Rand, mit solchen Klebestreifen das sozusagen abgrenzen. Und bevor ihr es aufklebt, bringt ihr dann die Schüttelelemente hier auf diese Karte auf, möglichst in der Mitte. Und dann klebt ihr das auf. So, also, das sind jetzt so die zwei unterschiedlichen Schritte, die ihr machen könnt, je nachdem, was es für eine Karte werden soll. Und ich, zack, mache das jetzt aber erstmal hier noch weiter am Rand. So. Könnte ich jetzt hier, dass das. Ich mache das gerne hier trotzdem am Rand noch so ein bisschen, also so, dass man es nicht unbedingt sieht, wenn man der Seite reinguckt, damit dieser Aufleger nicht so durchhängt. Ich finde, das sieht dann auch immer nicht so schön aus. So. Ups, wo ein bisschen. Noch hier so ein Querstreifen und dann brauchen wir noch einen. Also dadurch, dass die Karte so groß ist, brauche ich jetzt natürlich ein bisschen mehr Material. Wenn ihr das Ganze etwas kleiner machen wollt, dann nehmt ihr halt einfach kleinere Diorama-Stanzen und macht den ganzen Ausschnitt ein bisschen kleiner, macht halt ein kleineres Motiv rein. Das geht dann auch ganz wunderbar. Dann müsst ihr ja keine so eine groß formatige Karte machen. So, hier brauchen wir jetzt nicht. Und ich glaube, hier muss ich ein Stück abschneiden, weil sonst guckt uns das hier raus. Das sieht sonst doof aus. So. Und jetzt machen wir hier einfach die Klebestreifen ab. Also das ist jetzt der Unterschied zu den Dimensionals, wenn ich jetzt überall hier Dimensionals hätte, ne? Hier mache ich halt einmal Rotsch. Und dann ist ja der ganze Streifen schon frei. So. Habe ich jetzt alle? Hier ist noch. Und hier ist noch. So, jetzt habe ich aber alle. Und jetzt, mal gucken, wie rum. So. Muss ich halt nur schauen, dass ich das gerade hier drauf bringe. Also, das ist jetzt der Nachteil, wenn wir keinen Flüssigkleber haben. Dass wir die Auflage auch komplett gerade drauf kriegen. So, ich hoffe, das ist mir jetzt gelungen. So. Also wenn ihr jetzt einen Rand hättet zum Beispiel, der könntet ihr ja jonglieren, so einen Millimeter hin oder her, ne? Das geht dann schon. Seht ihr, hier ist auch ein Ticken. Ein Ticken bin ich schief geworden. So. Und dann können wir uns eigentlich auch gleich die zweite Lage aufbringen. Und das mache ich jetzt tatsächlich auch erhöht, auch wenn die Karte da ziemlich groß wird. Und dann können wir das dekorieren. Also wenn ihr jetzt irgendwas bestempeln wolltet,
zum Beispiel. So, ich randaliere hier. Das ist schon mal blöd. Dann müsstet ihr das machen, bevor ihr es aufklebt. Weil jetzt, wenn das dann hier so ist, also dann noch was drauf zu stempeln, ist blöd. Ne? Aber wenn ihr nur so fertige Elemente draufklebt, dann geht das schon. Also, ich bringe hier jetzt auch mal schnell Kleber an. So, ich habe mir das jetzt hier einfach aufgebracht. So wie vorhin auch. Dass ich auch die etwas größeren Ecken noch ein Ticken abstütze. Und jetzt haben wir halt nochmal den zweiten schwierigen Schritt, dass wir auch das wieder schön gerade aufbringen müssen. So. Also ihr könntet das jetzt natürlich auch plan aufkleben, wenn euch das zu hoch ist, mit zweimal Abstandsklebehaltern. Das würde natürlich auch gehen. Ich meine, das seht ihr ja hier. Oder ihr behelft euch so wie ich, dass ihr mehrere Lagen übereinander macht, an der gleichen Stelle ausgestanzt und dann ist es ein Ticken höher. So. So. Also, ich schaue jetzt mal, dass ich das wieder schön gerade hier oben drauf kriege. So. Doch, ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Also ihr seht, das hat jetzt eine ordentliche Höhe, ne? Also wie gesagt, wem das zu hoch ist, aber dafür habt ihr halt jetzt hier echt so ein bisschen einen Tunneleffekt. Ihr habt jetzt hier richtig Dimension drin. Also da müsst ihr halt dann einfach schauen, was euch lieber ist. Weil der Unterschied ist jetzt natürlich schon enorm, ne? Ich kann ja mal messen, wie hoch das jetzt ist. Das sind jetzt, naja, ich würde sagen 8 mm. Er stellt nicht scharf so. Ja, aber da das eh ein Sondermaß ist und ich einen großen Umschlag brauche, spielt es für mich jetzt keine Rolle. So, und jetzt habe ich ja gesagt, wir machen ja statt diesem Schüttelkartenelement, machen wir jetzt halt hier oben drauf so ein bisschen Plimpling. Und ich hatte euch ja am Anfang schon gezeigt, diese zwei Blüten, die ein wenig glänzend sind. Und das machen wir jetzt natürlich auch noch mit anderen Elementen. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich diesen ganzen Zweig hier so mache. Bin noch am Überlegen. Also die einzelnen Blüten, die lassen sich ja sehr gut hier verteilen so. Die glänzen halt dann, ne? Aber könnte man eigentlich machen, ganz konsequent. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich das gemacht habe bei diesen Blüten. Und also ich nehme jetzt dieses Crystal Effekt, weil das noch so ein bisschen glitzert hat. Aber es dauert halt wesentlich länger, bis es trocken ist. Ja, wenn ihr ungeduldig seid, dann könnt ihr vielleicht auch sowas wie das nehmen. Das trocknet wesentlich schneller, hat aber keinen Glitzereffekt. So, und dann machen wir jetzt mal eine Blüte zusammen. So, ihr habt also hier so eine relativ feine Spitze. Und ich mache mir das jetzt doch mal hier noch auf so eine Unterlage. Und dann drücke ich mir das hier so raus. Ich hoffe, ich bin im Bild. Ja. Und bring mir dieses Crystal-Effekt hier drauf. Also wie so eine Art Lackschicht. Ich muss jetzt mal ein bisschen nachgucken hier. So. Bei der Flasche muss ich jetzt auch schon mal anfangen, die auf den Kopf zu lagern, weil ich doch das schon einige Male benutzt habe. Zum Beispiel bei dieser Stained Glass Technik hatte ich das schon mal benutzt.
Ich meine, wofür soll man es auch sonst benutzen? Ich benutze es ehrlich gesagt gar nicht unbedingt dafür, wofür es eigentlich gedacht ist, nämlich als Kleber. Dafür benutze ich meistens doch eher Klebepunkte. So, jetzt zeige ich euch das mal von nahen. Ich bringe es mal näher ran. Also es ist jetzt noch feucht. Ich werde mich hüten, jetzt da drauf zu patschen. Und ich mache das jetzt mit den anderen auch und auch natürlich mit den Blättern teilweise. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. So, ich habe es überall das mal aufgebracht. Vorsichtig. Aber nicht bei allen. Also ich habe hier tatsächlich noch so ein paar Blättchen ohne gelassen, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob das gut aussieht, wenn alles glänzt. Ich habe auch die Blätter hier von dem Zweig nicht mit dem Crystal Effects voll gemacht, sondern nur die Blüten. So, und das muss jetzt erstmal trocknen. Bis später. So, weiter geht's. Jetzt ist das ganze Zeug getrocknet. Lag jetzt auch lange genug hier rum. Also ich denke mal so nach einer halben Stunde oder so ist es dann trocken. Ich weiß nicht genau, ob man das mit einem Föhn beschleunigen kann. Also es sieht jetzt so aus. Ich habe jetzt die Blätter nicht mit dem Krüsteleffekt beschmiert. Ich hatte Angst, dass das sonst zu heftig wirkt. Ich habe hier so ein paar einzelne Blätter noch gemacht. So, also das ist ja jetzt alles Geschmackssache. Das könnt ihr machen, das müsst ihr nicht machen. Ihr könnt alles machen. Ihr könnt vielleicht nur ein Highlight, eine Blüte so machen. So. Und das hier habe ich auch noch gemacht. So, und dann habe ich hier aber noch ein paar ohne. Und die hier waren ja schon vorbereitet, ne? Also das eine ist halt jetzt ohne Glitzer, aber viel zu schade, müssen wir auch verwenden, ne? Und hier sind noch welche. So. Und ihr seht auch schon, durch diese Glitzerschicht wirken die Farben viel intensiver. Das ist also auch nochmal ein Effekt davon. Und jetzt dekorieren wir. Der Spruch ist ja schon drin. Und ich mache das jetzt eigentlich mit Klebpunkten. Dimensionless beziehungsweise so Schaumstoffklebebögen haben wir ja jetzt genug drauf. Ist ja dick genug. Aber wenn ihr dem noch mehr Dimension geben wollt, könnt ihr jetzt natürlich das auch noch mit Abstandskleber, halt dann also mit Dimensionals oder so da draufkleben. Ey, gar kein Problem. Das könnt ihr gern so handhaben. So, jetzt nehmen wir hier mal Klebepunkte. Also als erstes würde ich mir tatsächlich dieses große Teil da positionieren. Ich drehe es mir mal um und bringe mir jetzt hier mal so. Na, Klebe, muss ich mal gucken, nur im unteren Teil hier auf, so Klebepunkte. Ein bisschen steht es ja hier über, deswegen will ich da jetzt nicht überall so Punkte hinmachen. Und also ich tue mir das jetzt erstmal hier so. Ich habe mir jetzt hier so zwei Teile hingemacht, da und da. Und positioniere mir das jetzt mal hier. Einfach so, so vielleicht, so. Und jetzt kann ich schauen, dass ich hier vielleicht noch einen Punkt hinmache. Das kann ich ja dann sozusagen nachträglich noch. Da kann ich dann besser einschätzen, wo es noch hingeht, dass es hier auch fest ist. So, das steht halt jetzt hier so ein bisschen. Also das könnte man jetzt hier auch noch festmachen. Kann man aber auch abstehen lassen. Es wurscht, jetzt steht das hier so ein bisschen über, aber das kann man abschneiden. So. Zack. Und dann nehmen wir mal hier. Ich drehe das mal um, da geht es besser. Und dann schneide ich mir das hier einfach an der Kante ab. Zack, und dann ist das bündig abgeschnitten. Und jetzt können wir uns die anderen da positionieren. Also ich würde mir halt dann immer so eine Blüte nehmen. Ich weiß es noch nicht genau, ob ich das hier. Ich nehme es tatsächlich bei der Blüte da mal auch so ein glänzendes Blatt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich das bei allen mache. So, da bringe ich mir jetzt hier auch so einen Klebepunkt auf. So, jetzt gucken wir mal, klebe ich das jetzt dahin oder dahin?
Wir machen das jetzt einfach mal so ein bisschen. Hier unten gibt es schon so viel Glanz, ne? Ich klebe das jetzt mal da oben in die Ecke. Und zwar lasse ich das auch so ein bisschen überlappen hier. Seht ihr das? Das heißt, ich klebe mir jetzt hier nur hier den oberen Teil an. Dann machen wir mal nach dem zweiten, damit das auch echt dran bleibt. Das ist jetzt hier also ein schönes Highlight. Und ich kann ja jetzt hier sozusagen aus dem Vollen schöpfen. Ich habe ja ganz viele Blüten. Muss ja nicht genauso aussehen wie die andere Karte. Ich würde mir jetzt hier erst einmal noch die Blätter anbringen. Da kann ich auch ein paar kleinere Punkte nehmen. Das ist ja jetzt nicht so riesig. So. Machen wir mal hier. Ich verziehe mir das jetzt hier mal so ein bisschen. Ich bringe jetzt mal an diesen Glanzblüten vorwiegend die nicht glänzenden Blätter auf, dass man so ein bisschen einen Kontrast hat. So. Na so. Und diese glänzenden, die würde ich jetzt tatsächlich hier noch so in den Hintergrund machen. Ich gucke jetzt mal, wo die hereingucken können. Wo das gut aussehen würde. Vielleicht hier. So, also mal gucken, dass ich das hier befestigt kriege. Zack. Ah. Und ich das hier runter. So vielleicht. Das soll eigentlich nur hier oben dran kleben. So, bitteschön. So. Weiß nicht, vielleicht ist das jetzt dem einen oder anderen zu viel, aber das gibt noch mal so ein bisschen Dimension. Wem das jetzt hier zu lapprig ist, der könnte tatsächlich noch so einen kleinen Mini-Dimension hinmachen. Das können wir jetzt mal machen. Moment. So einen ganz kleinen, dass das nicht abbricht. Der ist ja doch ein bisschen filigran. Ich mache jetzt hier gleich mal die Klebefolie weg. Und füge mir den hier mal so ein bisschen. Ich hoffe, der ist nicht zu groß. Hier so unten drunter. Unter dieses Blatt. Ja, fällt nicht wirklich auf, ne? Jetzt steht es tatsächlich so schön nach oben. So. Und dann habe ich hier noch so ein Blatt. So ein glänzendes. Das bringen wir uns natürlich jetzt auch noch an. Ist nur die Frage, wo? Vielleicht hier? So. Irgendwo hier. So. Und das machen wir hier oben noch schön die Ecke mit Blümchen. Weiß noch nicht so genau, wie ich das anordne. Hier habe ich ja noch zwei. Zack, da ist noch eine. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das hier noch schön anbringen. So, kleben wir mal die drauf. Sieht das dann zu viel aus, wenn ich hier noch eine drüber mache? Fast ein wenig viel, ne? Könnte man stattdessen noch ein Blatt ankleben. Ich glaube, das wird sonst zu viel. So. Naja, wir können hier schon mal ein bisschen ranklotzen, ne? So. Zack. So. Also das ist jetzt reine Geschmackssache, wie ihr das macht.
So. Da kleben wir jetzt hier dieses Blatt dann noch unten drunter. Na, komm her. Das Blümchen sieht hier sonst so einsam aus. Ich glaube, das geht. Jetzt haben wir halt noch eins über. Was soll's? Ich glaube, das wäre jetzt zu viel. Aber so sieht es doch ganz gut aus. Jetzt haben wir halt hier zwei völlig unterschiedliche Arten, wie man ein bisschen auffällt. Einmal mit dem Schüttelelement. Dafür sind die Blüten etwas dezenter. Und hier fallen halt die Blüten etwas mehr auf, ne? Da haben wir halt auch so ein richtiges Highlight, dass das schön glänzt. Und von den Farben her wirkt es natürlich unterschiedlich intensiv, ne? Durch das Glänzende wird das etwas leuchtender, sag ich mal. Ja, also mir gefallen beide Varianten gut. Ich stehe natürlich auf Schüttelkarten. Wenn ihr meinen Kanal öfter guckt, dann wisst ihr das. Und ja, also ich hoffe, euch gefällt diese Idee von einer sommerlichen Karte sozusagen. Und vielleicht habt ihr Lust, die so oder so ähnlich nachzubasteln. Und über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich freuen. Und natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, freue ich mich auch sehr. Kommentare sind immer willkommen. Und vergesst bitte nicht, bei den anderen reinzuschauen, die da heute mitmachen. Bei diesem Video, sagt mal Vlog, Hop, sagt mal Video Hop. Da sind bestimmt wieder ganz viele tolle andere Ideen, was ihr alles zum Thema Urlaub, Sommer, Meer, Strand, Garten, was es da alles gibt im Sommer, basteln könnt. Und wie ihr die tollen Sets aus den aktuellen Katalogen verwenden könnt. So, dann hoffe ich, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und bis dahin, tschüss!